In jeder Krise steckt der Keim für einen noch größeren Erfolg. So kann es auch für dich bedeuten, wenn du jetzt arbeitslos bist, dass der nächste Erfolg jetzt starten kann. Und ich zeige dir 5 Wege, wie du das als Gründer schaffen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer. Und genau wie viele andere habe ich meinen Start in die Wirtschaft auch als Angestellter begonnen, war dann arbeitssuchend und habe dann über 17 Firmen aufgebaut. Und deshalb kann ich dir gut aus der Praxis zeigen, für deine Praxis, welche Möglichkeiten und welche Wege ideal sind, um als Gründer durchzustarten. Der erste Weg ist vielleicht der komfortabelste Weg, nämlich dass du angestellt warst, in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hast, mindestens 12 Monate, jetzt ein Arbeitslosengeld 1 Bescheid hast, dann hast du die Möglichkeit, die ersten 6 Monate Gründungszuschuss zu beantragen, was identisch ist mit den AEG 1 Bezügen, sodass du keine Entnahmen aus deiner Unternehmung, aus dem neu gegründeten Unternehmen tätigen musst. Der zweite Weg kann sein, dass du entweder schon vorher selbstständig warst und einen Neustart jetzt planst, oder du warst angestellt, aber hast nicht lange genug in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt. Dann ist für dich das Jobcenter der nächste Schritt, dort ALG 2, also Grundsicherung, zu beantragen. Die gute Nachricht ist, dass du beim Jobcenter tatsächlich noch mehr Bezüge bekommen kannst und länger. Der einzige Nachteil ist, dass wenn du mehr Einnahmen, mehr Gewinne hast, das dann verrechnet wird mit deinen Zuwendungen. Beim Jobcenter kriegst du für den Beginn einmal Zuschüsse nach § 16c SGB II, also Leistung zur Eindehnung von Selbstständigen. Du kannst aber auch Einschießgeld beantragen für die ersten Monate, 12 bis 24 Monate deiner Existenzgründung. Und die anderen Zuwendungen für deine Krankenkasse, für deine Miete, für die Lebenshaltungskosten, die kriegst du immer weiter abnehmend, je mehr dein Gewinn ansteigt. Der besondere Vorteil bei diesen beiden Arten der Neugründung, des Neustarts ist, dass du in beiden Fällen einen Beratungsgutschein beantragen kannst, einen sogenannten AVGS. Der steht für Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Diesen Beratungsgutschein kannst du auch gerne nutzen, um professionelle Berater wie beispielsweise hier bei der X-Group dafür zu beauftragen, dich zwischen 40 bis 80 Beratungseinheiten auch zu begleiten. Bei der Finanzplanerstellung, Businessplanerstellung, bei den Fördermittelrecherchen, bei der Beantragung, bei den Vorbereitungen für Marketing, Kundenakquise, Finanzbuchhaltung und allen sonstigen Informationspflichten. Die dritte Möglichkeit trifft dann ein, wenn du auf der einen Seite keine Ansprüche beim Arbeitsamt hast und für den Gang zum Jobcenter hast du zu viel Eigenkapital. Dann ist es deine Aufgabe, so gut zu kalkulieren, dass du mit deinem Eigenkapital die Anlaufphase nach der Gründung so lange auch wirklich finanzieren kannst, bis dein Unternehmen sich selbst trägt und dich trägt. Bei der vierten Möglichkeit handelt es sich um die Gründung im Nebenerwerb. Bei mir war es damals so, als ich mich selbstständig machen wollte, dass ich kein Recht hatte auf Arbeitslosengeld 1 Antrag, weil ich Beamter war. Also habe ich mir 20 Nebenjobs gesucht und immer 3 bis 4 pro Monat ausgesucht und dort meine Einkünfte, meine Lebenshaltungskosten erarbeitet und nebenbei mein Unternehmen aufgebaut. Bei der fünften Möglichkeit übernimmst du ein fertiges oder ein bestehendes Geschäftsmodell. Ein fertiges Geschäftsmodell kannst du erwerben von Franchisegebern. Ein bestehendes Geschäftsmodell, ein bestehendes Unternehmen kannst du im Rahmen einer Übernahme tätigen. Bei der Übernahme handelt es sich um den Kauf entweder eines Unternehmens, das heißt, jemand hat eine Firma gegründet, über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut und hat für sich jetzt selbst entschieden, den Ausstieg anzugehen, den Exit anzustreben. Und das bedeutet für dich, du hast die Chance, das Unternehmen entweder zu kaufen im Rahmen einer Finanzierung über eine Hausbank oder eine Fördermittelbank, oder die andere Möglichkeit ist, du lässt dich erstmal anstellen, arbeitest dich ein und kaufst dann Stück für Stück das Unternehmen ab. Zusammengefasst kann also für dich jetzt die Arbeitslosigkeit, die Krise, die vielleicht gerade vorherrscht, der Neustart sein, die Chance auf einen noch größeren Erfolg, als du ihn bisher gehabt hattest. Das bedeutet aber, neue Wege zu gehen. Und meine Empfehlung ist, mach für dich einen genauen Finanzplan, wo du analysierst, welche Rücklagen hast du, welchen Anspruch auf Fördermittel hast du und welche Geschäftsmodelle machen für dich Sinn. Und das Ganze gießt du einem Finanzplan, wo du dann ableiten kannst, was ist wirklich für dich machbar. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, entweder bei der Antragstellung, bei der Finanzplanerstellung oder bei den entsprechenden Übernahmeaktivitäten, da können wir dir gerne helfen. Da lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch, das Video jetzt zu liken und gerne jetzt unseren Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Zeit der Veränderung.